Hey und wir Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier, wieder mal ein Video aus der Kategorie Hollywood Ignorance of und heute Elastizität, die Elasticity. Was gibt's da nicht Besseres aus einem Film, wo ich mir schon als kleines Kind gedacht habe, da ist irgendwas faul in dieser Szene. James Bond, die Welt ist nicht genug und wir sehen jetzt den Ausschnitt. James Bond nimmt sein cooles Uhrengadget und schießt einen Haken in einen Stahlträger und lässt sich davon einfach leichtfüßig nach oben ziehen. Ohne Probleme schafft er diesen Stunt mit links. Nun, einige Fragen stellen sich für mich und heute genau drei. Wie kann dieser Haken in einen Stahlträger eindringen und dort hängen bleiben? Ist das möglich? Werden wir schauen. Wie hält das Bonds Schulter und Bonds Arm aus? Ist das möglich? Werden wir schauen. Und wie müsste diese Uhr eigentlich gebaut sein? Ich meine, woher kommt diese Energie? Wie viel Batterie muss denn in dieser Uhr eigentlich drinstecken? Alles das können wir berechnen und machen wir. Und schauen uns dafür gleich mal eine Szene an, nochmal genau. Nämlich, wir sehen im Hintergrund, dass ein Kranelement vier Kacheln entsprechen. Ich habe das jetzt eingezeichnet. Das heißt, wir können uns daher die Hakengeschwindigkeit, die im Film steckt, genau ausrechnen, indem wir einfach mal die Höhe anschauen. 11 Kranelemente sind es im Film. Jedes Kranelement hat 4 Kacheln. Eine Kachel ist ca. 20 cm hoch. Daraus können wir schließen, dass das Ganze 8,80 hoch ist. 8,8 Meter. Jetzt müssen wir bedenken, diese 8,8 Meter sind aufgeteilt in 1,83 Meter, die der Bond groß ist. Und 7 Meter, circa 7 Meter, die er rein überwinden muss mit diesem Hakentrick. Nun, ein kleiner Filmfehler oder eine Ungenauigkeit. Bond schießt mit einem gewissen Höhenwinkel, wir schätzen ihn auf ca. 50 Grad ab, mindestens 50 Grad ab, den Haken weg, wird aber dann im Film in einer anderen Szene gezeigt, wie er senkrecht nach oben losgezogen wird. Kann nicht sein. Das heißt, dieser echte Winkel, Abschusswinkel, muss zwischen 90 und 50 Grad liegen. Nun, dieses Fehlerintervall gönnen wir uns und sagen, im Film wird er in 1,5 Sekunden hochgezogen. In 1,5 Sekunden ist er oben. Das heißt, der Haken müsste tatsächlich zwischen 17 und 24 km/h auftreffen auf diesen Stahlträger. So, hier sind wir schon beim Stahlträger und wollen uns jetzt die Eindringtiefe anschauen. Nun, ein Stahlträger hat in der Dicke die 7 cm, wieder mit dem Kacheltrick gemeinsam könnten wir uns das überlegen in einer anderen Szene. Und jetzt wollen wir sagen, nun, der Haken trifft ja nicht direkt auf den ganzen Stahlträger auf, sondern wir vereinfachen das Ganze. Wir wollen stark vereinfachen und sagen, dass der ganze Stahlträger, das ist schon eine sehr komplexe Anschauung, weil wir wollen ja größenordnungsmäßig abschätzen, ob das möglich sein kann, sagen wir nur, dass der Haken eine Grundfläche von 1 Quadratmillimeter hier trifft und schneiden sozusagen aus diesen Stückchen, aus diesem Träger, diesen Zylinder mit Grundfläche 1 Quadratmillimeter raus. Er hat natürlich die Höhe 7 und sagen, eine Annahme wollen wir treffen. Nun, Haken in Stahl, gönnen wir mal 5 mm Eindringtiefe und überlegen uns, was das ist. Schauen wir uns an mit rein elastischer Verformung. Das heißt, wenn der Haken auftrifft, dann wird dieses Stück Stahl gestaucht. Perfekt. Scherkraft wirkt auch, aber die schauen wir uns später. Rein elastisch bedeutet Spannungsdehnung, Sigma A, Sigma ist gleich E mal A. Nun, daraus können wir aber festlegen, dass die Kraft E mal A mal L durch D ist A, Länge, diese Länge 5 mm durch die Dicke insgesamt, ergibt uns gewissen Stauchung. Das heißt, hier kommen wir auf eine Energie von 2 mal 10 hoch 11 Newton pro Quadratmeter, also eine Kraft, die der Haken bräuchte, um 5 mm in diesen Stahl einzuladen, von 14.000 Newton. Und das ist nicht wenig, weil stellen wir uns mal vor, ein Hammer und ein Nagel, wenn wir den 5 mm in ein Holz schlagen wollen, brauchen wir genau 15 Newton. Das heißt, das ist nahezu das Tausendfache, das ich bräuchte, um einen Hammer in einen Nagel zu schießen. Bedeutet, dieser Stahlträger kriegt nicht einmal einen kleinen Kratzer, wenn wir uns bedenken, dass er mit 17 bis 24 km/h auf diesen, der Haken auf den Stahlträger auftrifft. Nun, geschweige denn, sehen wir hier aber, er trifft ein. Nun, können wir berechnen, wie stark müsste er denn oder wie schnell müsste dieser Haken denn wirklich auftreffen? Nun, der Haken mit 10 Gramm hat gehorcht natürlich der quadratischen Geschwindigkeit 2f L durch m. Bedeutet, wenn wir das wieder einsetzen von oben, kommen wir darauf, dass der Haken in der Theorie 430 km/h schnell sein müsste, um in diesen Stahlträger einzuschlagen. Nun, wir könnten jetzt argumentieren, dass er ein bisschen gerostet ist, dadurch das Einschlagen ein bisschen weniger gab, aber sicher nicht dieses Fehlerintervall zwischen 17 und 24 km/h. Nun, eine Scherkraft würde auch noch auf dieses Stückchen wirken. Das heißt, wir betrachten nicht das Umliegende. Falls wir eine Scherkraft auch noch berechnen würden, würden wir schon auf eine Kraft nicht von 14.000, sondern von 62.000 kommen und dann wird diese ganze Zahl schon so hoch, dass wir die einfach nahezu nicht mehr hinschreiben. Das
traue ich mich nicht, weil das ist unrealistisch. Nun, wir machen hier eine schöne Abschätzung. Im Positiven, um den Film noch zu retten, selbst da unmöglich. Nun, das können wir jetzt folgendermaßen argumentieren. Nun, vielleicht ist es ja eine Filmkulisse, die einen Stahlträger, aber innen nur aus Holz gemacht wurde oder angemalt wurde wie ein Stahlträger. Nun, da kommen wir drauf, dass 5 mm Eindringtiefe mit 14 km/h möglich wären, aus diesem Setting heraus. Trotzdem müsste der Haken aber ganz eindringen, damit James Bond auch halten könnte. 5 mm bringt ihm nichts. Selbst das ganze Eintreffen dieses Hakens auf einen so dicken Holzträger würde 250 km/h benötigen. Das heißt, egal wie wir uns rausreden wollen, es ist unmöglich. Diese Filmszene kann nicht funktionieren. Der Haken würde abprallen, James Bond und die hübsche Frau an seiner Seite wären verloren. Funktioniert aber, warum auch immer, bedeutet, James Bond kann sich heraufziehen. Schauen wir es uns nochmal kurz an. So zieht er sich hier herauf. Seine arme Schulter, wir werden es gleich sehen. Die Kachelanalyse gibt uns jetzt eine Anfangsbeschleunigung in T 0,36 Sekunden von 0 auf 10 km/h. Können wir uns anschauen. Das heißt, allein in dem kurzen ersten Moment wären 600 Newton auf seinem Arm und seiner Schulter. Zusätzlich müssen wir aber bedenken, dass der Bond ein gewisses Gewicht hat. Das sehen wir hier. Gewichtskraft M mal A. Bond wiegt 76 Kilogramm. Und wir müssen uns jetzt überlegen, der Haken zieht ja, wie wir im Film sehen, zwar senkrecht nach oben, müsste aber schräg nach vorne irgendeinen gewissen parallelen Winkel, der wieder zwischen 50 und 90 Grad hier dazwischen liegt, ziehen. Wenn wir uns diese Kraft ausrechnen mit einem Sinus Cosinus, nicht, dann kommen wir auf eine insgesamte Kraft mit Fehlerintervall bezogen auf 1100 bis 1300 Newton, würde bedeuten, dass ruckartig 110 bis 130 Kilo auf dem Arm nach vorne oben, also nach vorne oben winken. Und wer sich ein bisschen auskennt oder wer sich die Schulter schon mal ausgerenkt hat, weiß, dass das genau jene Bewegung ist. Das heißt, im Endeffekt, wenn man sich ein wenig überlegt, würde wohl oder übel der Arm alleine wegfallen, er würde sich zumindest die Schulter zerren bis auskegeln aus dem Gelenk. Auch da würde Bond nicht sehr gut ausschauen. Im Film funktioniert das aber wunderbar. Anscheinend hat er nahezu super kräftmäßige Muskeln in seiner Schulter. Gut, schauen wir weiter. Die Szene, die wir jetzt sehen, er wird nach oben gezogen. Funktioniert wunderbar. Wie könnte das denn tatsächlich funktionieren? Wie viel Batterie müsste diese Uhr haben, damit das funktioniert? Ich meine, Bond wiegt zwar wenig, hat einen guten Body Mass Index, aber trotzdem sind 76 Kilo, die auf jeden Fall 7 Meter, wie wir hier sehen, nach oben gezogen werden müssen. Eigentlich 8,80, aber wir sehen hier, ja, Bond hat eine gewisse Anfangshöhe. Nun, das bedeutet, von diesen 7 Meter, die wir jetzt hier haben, sind die 0,5 eine schnelle Beschleunigung, weil es geht ja ruckartig, wie wir gesehen haben von Kachelanalyse, in nur 0,36 Sekunden von 0 auf 10 km/h und danach ein 6,5 Meter facher Ziehmoment. Wie wir das jetzt schön auch nochmal sehen. Nun, wir müssen uns jetzt Folgendes überlegen. Die Energie, kinetisch und potenzielle, sehen wir hier. Die muss die Batterie auch zur Verfügung stellen können. Nun kommen wir drauf, wenn wir das einsetzen, mit den Zahlen, dass ca. 4000 Joule sind, die sich aufteilen auf 500 Joule in den ersten 0,5 Metern und ca. 3500 in den restlichen 6,5. Das heißt, 4000 Joule müssten wir in eine Uhrbatterie stecken. Schauen wir uns mal eine typische Knopfbatterie auf 3 Volt Betriebsspannung, die so 210 mA liefert, an. Bedeutet, wir kommen auf eine Energie von 3x2, wenn wir das einsetzen, Joule, sind 1,5 Joule einer Knopfbatterie. Und wenn wir das jetzt durchdividieren, die 4000, die wir bräuchten, und die 1,5, die wir bekommen, müssten wir 2670 Knopfbatterien in diese Batterie einbauen müssen. Also schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz diese Szene an. Ein bisschen mehr als 5 Sekunden dauert die. Und in diesen 5 Sekunden wirklich 3 solche groben Patzer einzubauen, das ist in unserer Serie bis jetzt rekordverdächtig hoch. Nun, ich hoffe, euch hat auch dieses Thema im Hollywood's Ignorance of Leicester City gefallen. Jetzt habe ich hier noch ein paar andere Themen vorbereitet. Die Playlist findet ihr natürlich auch unten, beziehungsweise schaut einfach auf meinen Kanal und ihr findet es ganz sicher. Wir sehen uns nächsten Sonntag und bis dahin, stay compact.